Und damit herzlich willkommen, da bin ich wieder. Hi, grüß dich. Okay. Letzte Folge lief ja wieder mal nicht so gut. Oh je. Bin einfach den Professoren direkt in die Arme gelaufen, Juche. Und versuche jetzt nochmal mein Glück. Wie, du bist abgelenkt, sehr schön. Im Krankenflügel. Das Doofe ist, die Krankenschwester ist dort natürlich auch unterwegs. Hier ist jetzt keiner. Ich habe auch einige Schlösser geknackt. Ich habe einige Schriftrollen gefunden. Oben war auch noch eine. Jetzt versuche ich einfach nochmal da hochzukommen. Coole Statue. Was für ein Geräusch. Als würde irgendwas schmatzen oder so. Ah, ja, auf jeden Fall war das Bad der Vertrauensschüler gelöst. Da war auch dann nur noch einer da. Und genau, wir müssen aber hierher, weil dort oben eine Schriftrolle ist. Und ich glaube nicht, dass ich an diesem Mädel da so vorbeikomme. Und das so gelöst kriege. So, den locke ich jetzt hier die Treppe hoch. Und dann gehe ich da durch. That's the plan. Auch wenn das vielleicht zu weit ist und viel zu kompliziert. Ich mach's trotzdem. So, nochmal gespeichert. Kannst du da hin nochmal gucken, da ist schön. Und ich tippe direkt die Treppe hoch, dann sollten die beiden Professoren hier weg sein. Und hier ist nichts zu sehen und da ist dieses Mädel oder ein Junge, weiß nicht. Auf jeden Fall patrouilliert die nämlich hier diesen Gang entlang. Revelio. Dann gibst du mir die Schriftrolle. Da ist die Krankenschwester. Einhornspringbrunnen. Der majestätische Einhornspringbrunnen verleiht dem Krankenflügel von Hogwarts eine Atmosphäre der Gelassenheit und Ruhe. Kommt nur kein Wasser raus. Okay. Die ist in dem Raum. Cool. Aber wir können wohl irgendwie die Töpfe oder irgendwas anderes benutzen. Oh, wer liegt denn hier? Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei, Krankenflügel. Anwesende Heilerin Schwester Noreen Bailey. Patientenname auf Anweisung von Professor Black geschwärzt. Was? Warum? Alter. Auf Anweisung von Professor Black geschwärzt. Wegen Quidditch, hm? Okay. Notizen. Der Patient wurde während eines Quidditch-Spiels verletzt. Auch wenn meiner Ansicht nach auf Anweisung von Professor Black geschwärzt, wohl kaum als Verletzung gelten kann. Wenn jemand verletzt wurde, dann muss ich es gewesen sein, denn ich kann mich nicht erinnern, jemals in meinem Leben meine Augen so stark verdreht zu haben. Es grenzt an ein Wunder, dass ich noch genug sehe, um diese Notizen zu schreiben. Es ist unglaublich, oder sollte ich sagen, unerhört? Aber der Schulleiter will jetzt tatsächlich Quidditch untersagen, und zwar nur, weil ein reinblütiger geschwärzt ausgeflogen ist, um auf bevor der Schnatz auch nur in Sicht war. Als ich den Schulleiter darauf ansprach, wurde ich angewiesen. Unfassbar. Aha. Und interessant. So. Schwierigkeit besteht natürlich jetzt, diese Person irgendwie rauszulocken. Ist das ein Stufe 2 Schloss? Und du kannst dich nochmal umdrehen. Und... Oh, was haben wir denn da? Dankeschön.
Und da haben wir doch auch noch. Revelio. Da Power. Bewegt sich nicht, kommt nicht raus. Nein. Okay. Also kann ja vielleicht sein, dass die NPCs dann auch hier draußen patrouillieren oder so. Aber die Krankenschwester scheint sich dort jetzt gar nicht zu rühren. Ich höre Wasser plätschern, aber... Jetzt irgendwie sehe ich da nicht. Das Doofe ist, es ist jetzt diese Questreihe. Und ich würde natürlich gerne da in diesem ganzen großen Uhrenberg noch weiter rumlaufen. Ja. Und wieso steht jetzt hier keiner? Jetzt sag nicht, der steht immer noch da hinten. Ah, er steht dort. Ja, schön. Er bleibt mal da stehen. Und mir fehlen da noch so ein paar Gänge. Na, mal gucken, vielleicht komme ich irgendwann dorthin. Gerade das da fehlt mir, ne? Das da. Ah. Revelio. Oh, shit. Na, das ist jetzt unerfreulich. Wo ist denn der dort? Ach so, weil ich das Rätsel lösen soll. Hm. Entweder. Ja, 14. Ein Drachen. Oh, echt jetzt? Sehr gut. Ja, das geht nicht. Ach komm, ey, ich möchte gerne noch das Rätsel lösen. Nur das Rätsel. Komm schon. Ich kann gar nicht so schnell rechnen. Ich muss das mal umdenken. Oh. Okay. Lumos. Oh, nein, das wird Lumos. Nicht. Nein. Ist aus. Bist du verrückt? Revelio. Ja. So, jetzt ist sie nämlich draußen. Das habe ich mir schon gedacht. Ja, wo ist sie denn hingegangen? Ah, die ist runtergelaufen, ne? Revelio. Die sind ihm gegangen. Hier vorne stand sie. Naja, alles schön. Klassisch. Das wird knifflig. Ich muss dann kurz überlegen, rechnen, keine Ahnung, das Bild machen. Und dann immer den Typi ablenken mit irgendwelchen Schüssen. Weil sonst komme ich da nicht hin. Ich weiß auch nicht, ob der sich bewegt und da runter geht. Ich guck gleich mal. Aber das wird sonst spaßig hier. Wo läuft der hin? Ah, er guckt ganz kurz hierher. Okay. Drachen gibt es 3, 3 sind 6. Und 8 sind 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, das.
Der geht hier runter. Das ist ja fies. Der geht hier runter. Der Lehrer trug für Schüler geschwärzt. Ich weiß. Interessant, dass er dann hierher kam, ne? Revelio. Er geht jetzt wieder hoch. Warum das Rätsel? Hm? Da die Spinne. Hä? Drei und drei sind, ja, acht. Ach so, es war die Spinne. Ja, Spinne. So. Acht und fünf sind 13 und 0. Hä? Warte, das wird anstrengend, den Jungen mal abzulenken. Genau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, hab ich verrechnet. Nee, ich brauch das da. Achso, ist ja auch für 2. Haha. So. Geh doch mal da hinten ins Eck. Das ist schön. Geh doch mal ins Eck. Okay. 9. Andersrum. 9 und 5. 14. Ich kann nicht mehr rechnen. Und oben soll 13 kommen. 9 und 5. Warte. Hm. Und zwar bisher immer plus, oder? War das jemals minus? Weil wenn, dann wäre es der hier. Er geht Revelio nicht hoch. Echt jetzt? Wo willst du jetzt hin? Dein Ernst? Jetzt lehnt er sich da dran. Ich werd bekloppt. Nein! Ey, Kollege! Ich hab die Tür offen. Ich muss sie nur noch öffnen. Geh mal da weg. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Revelio. Das ist doch nicht wahr. Wie viel weiter? Das war nicht richtig. Sollen wir überlegen? 9. 5. Bei mir 14.
Logischerweise. Das wäre 1. Ja, 15. Aber wir müssen ja weniger haben. Deswegen. Nein, du musst mal da bleiben. Und das Einhorn habe ich nicht. Ich habe den Demigo. Den Drachen. Stress. Hübi. Und 3, 6. Warum verstehe ich das dann mit der Spinne nicht so ganz? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh. Hä? Bist du doof dafür? Scheint so, ne? Kann ich mir beim besten Willen gerade keinen Reim drauf machen. Ich mach mal schnell die Vorstellung nicht mal ablenken. So. Mal kurz hier runter. Der bleibt ja hier da oben stehen. Da gucke ich mir das so ganz kurz auf mein Handy an. Ein ganz gutes Bild. Also, Spinne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ja. Und 5. Ich bin irgendwie doof. Kann das echt nicht mehr rechnen. Oder kann das echt Minus sein? Dann wäre es aber trotzdem Demigo-Figur. So. 3 und 3, das untere Bild, ja, sind 6. Und 8. Ah. Doch, es müsste passen. Demigo und diese komische Kaulkroppe oder was ist das? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oder soll das 0 sein? Nee. Also im oberen gibt es ja nur Demigo. Dreiköpfige Hydra oder Drache. Den Salamander. Und was gab es noch zur Auswahl? Eins gab es noch. Und die Spinne. Tja. Und da die beiden. Bei 9 und 5 sind 14 minus 1. Geht gar nicht anders, weil sonst würde da keine 13 rauskommen. Oder es würde gar nicht funktionieren mit der 13. Also oben muss Demigo sein. Eins. Und da muss diese Spinne. Lass nicht locker. Das will das herauskriegen. So. Genau. 6 und 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Da muss diese komische Kaulkroppe. Wieder. Ja. Sehe ich nicht. Verstehe ich nicht. Das ruft ihn nicht auf den Plan. Mal ganz schnell. Wie heißt es eigentlich? Ich habe das die ganze Zeit gelöst, ne? Also das ist so ärgerlich gerade. Ich habe das die ganze Zeit gelöst. Ah, oh, das ist so ärgerlich. Ihr habt die Zahl von 0 bis 9. Och, lol. Das. Aber Einhorn habe ich hier nicht. Also hier steht, man hat die Zahlen links unten beginnen 0.
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Wenn das die 0 ist, müsste das ja die 1 sein. So. Ja. Ihr könnt jetzt addieren. Wisst ihr die Fragezeichen? Doppelte Fragezeichen. Ja. Da steht aber auch nur addieren. So. Also, 3. Ah, weil das da falsch gerechnet ist. Alles klar, bin doof. 0, 1, 2. 5 und 9. Ich bin doof, ich bin doof, ich bin doof, ich bin doof, ich bin doof. Ich bin so doof. Ich bin so doof. Aber das ist doch gar nicht. Was ist das? Und. Krieg das nicht mit? Du bleibst da stehen, du kriegst das nicht mit? Ja? Jetzt auf einmal bewegst du dich nicht mehr? Ja? Nee, ja, nee. Jetzt darf ich hier hin? Jetzt darf ich hier hin? Eine Statue. Für. Raum der Wünsche. Ah, es wäre schön, wenn ich diesen Gang hätte. Oh, gepflegter Hex. Revelio. Ah, ja. Sorry, dass ich jetzt hier schnell was geguckt habe, aber ich wäre sonst dran verzweifelt gerade, weil ich Ausgangszahl habe ich schon doof. Oh, danke. Doof berechnet, überhaupt nicht berechnet, bedacht. Und, ja, logisch. Und das andere ist ja 0, 1, 2, 3. Und ich, ja, ich bin immer von 1, 2, 3 ausgegangen. Also, die erste Figur ganz unten links, die Zahl ist eine 0. Und ich bin immer von 1 ausgegangen. Oh, Mann. So, hi, da bin ich wieder. Hallo, Mr. Moon. Ich habe die Monde, die ich sammeln sollte. Sie sind so furchtlos, wie ich gehofft hatte. Ein ausgezeichneter Beginn. Wenn wir noch mehr sammeln, könnten wir Hinweise darauf erhalten, wer hinter all dem steckt. Natürlich habe ich zuerst Peeves verdächtigt. Er hat den letzten Hausmeister Rancorous Carb mit seinen unerträglichen Possen in den Vorruhestand getrieben. Aber das erklärt noch nicht den Irrwicht in Hogsmeade, oder? Nein. Ich bin entschlossen, mit Ihrer Hilfe die Identität meines Peinigers herauszufinden. Ich Zeit habe, aber ich kann nichts versprechen. Ja, das sage ich jetzt auch so ehrlich. Mal sehen, was ich tun kann, aber ich bin recht beschäftigt. Ich kann nichts versprechen. Verstehe. Aber ich hoffe, Sie werden die Zeit dazu finden. Falls das etwas ändert, hätte ich Ihnen im Gegenzug etwas anzubieten. Aha. Denken Sie daran, dass die Monde nur nachts zu holen sind. Deshalb rate ich, wenn nötig, Desillusionierung zu benutzen. Alles klar. Was bekomme ich denn, wenn ich weiterhelfe? Sie erwähnten eine Gegenleistung für meine Hilfe. Das stimmt. Sobald Sie mir genug Monde gebracht haben, zeige ich Ihnen sogar noch stärkere Versionen von Alohomora. Es gibt nämlich kompliziertere Schlösser als das im Lehrerturm. Das habe ich schon gemerkt. So, wie viele gibt's denn? Wie viele Statuen sind es insgesamt? Ich weiß nicht genau, aber ich habe Dutzende entdeckt. Oh Gott. Ich scheine sie überall zu sehen. Sie wissen, was zu tun ist, wenn wir ihre Bedeutung entschlüsseln wollen. Natürlich. Gut, ich halte die Augen offen. Das wäre nett. Ich wusste, dass ich mich an Sie wenden kann. Zusammen können wir dieses Geheimnis lüften. Nebenquests 5 von 8 abgeschlossen und einen ordentlichen Batzen EP bekommen. Sehr, sehr schön. Das bedeutet, jetzt können wir Schlösser knacken. Haha. Nice. Nice, nice, nice. Der Mann hinter den Monden. Auftrag verfolgen. Dann machen wir das mal. 9 Stück.
Hallo, Mora 1, 2 und 3, 1. Ja, genau. Finde Lord Gok, den Kobold. Hm. Ich habe noch so viele Aufgaben hier. Ah. Gut, dann machen wir erstmal das. Ich gehe nämlich zurück nach Hogsmeade. Ich werde auf jeden Fall jetzt speichern. Das war so krass anstrengend. Für mich sehr, sehr, sehr knifflig. Sehr knifflig. Ich bin froh. Ich bin so erleichtert und froh, dass ich das geschafft habe jetzt. Ich weiß, du da draußen, du hast nur einen Versuch gebraucht und hast es direkt hinbekommen. Hochachtung, ne? Du hast meine volle... Verachtung, Beachtung. Nein, ich gratuliere dir dazu, wirklich. Also wenn du das echt mit einmal hinkriegst, Wahnsinn. Hut ab. Aber ich schaffe das echt nicht, weil ich mir erstmal Gedanken drum machen muss, wie das eigentlich funktioniert, wie ich das hinkriege und ja, Revelio. Auch erstmal einen Überblick verschaffen und schon bin ich Protego. Upsala, völlig überfordert. Okay. Du bist einfach nur verbarrikadiert. Auf geht's nach Hogsmeade. Oh. Okay. Die Kiste. Hatte ich die nicht schon gefunden? Der mich ja nicht mehr sehen. Er, sie, die Kiste. Schön. Revelio. Die ist schon offen. Schloss. Gucken wir mal. Stufe 3. Na klar. Oh, Katzi Tatzi. Oh, die ist ja hübsch. Eine bengalische. Uhuhu. Was eine geile Farbe. Erstmal schön ein Foto gemacht hier. Ja, Mau. Oh. Alohomora. Yes. Halt. So, da war's doch. Und die gerade nicht richtig getroffen. Komisch. Einen Ticken zu weit gedreht. Du gehörst mir, Demigeis. Mhm. Revelio. Irgendwer zu Hause? Nein. Tschüss. Eine braune Molchaugen-Schutzbrille. Na gut. Oh. Oh, das sieht so schön urig aus. Oh, noch cool. Urig, gemütlich. Ey, oh. Bild machen wir jetzt einfach schön aus. Ja. Okay. Oh, was ist das? Okay. Revelio! Riesige Kitzel. Aber ganz bunte Flaschen? Oder was sind das? Bücher? Irgendwelche Schachteln. Aber die passen so farblich überhaupt nicht hier rein, ne? Die leuchten richtig. Oh, ein Mega-Power-Trank. Nice. Das Haus ist so verbarrikadiert. Das war Stufe 3. Da ist auch alles zugenagelt. Die ganze Tür mit Brettern und auch alles andere. 3. Manchmal Revelio. Manchmal.
Den Laden kenne ich gar nicht. Boah. Hier. Okay. Ja. Erstmal einen Tee trinken drauf. Oh, jetzt geht's mir wieder besser. Revelio. Ein Bild von Medusa. Interessanter Laden. Manchmal finde ich hier irgendwie noch Geschäfte, wo ich total überrascht bin. So, da war ich gerade. Ey, ich verlaufe mich hier total. Oh Gott. Wie sieht hier gerade alles gleich aus? Aber wirklich alles. Das müssen doch drei Wesen sein, ne? Richtig. Revelio. Ach ja. Hallo. Schön, Sie zu sehen. Ja, ich bin gleich da. Sekunde. Ich höre bloß das Klingeln und ich will prüfen, was das für ein Schloss ist. Ob ich das knacken kann. Ja. Kann ich. Hallo, Homura. Denn ich höre hier immer ein Klingeln. Sehr schön. Du gehörst mir, Demigeis. Oh, da ist sie, die Schriftrolle. Danke. Revelio. Privatzimmer in den drei Wesen. Das Privatzimmer Wirtshaus drei Wesen ist ein vom Hauptraum des Lokals abgetrennter Bereich. Hogwarts-Professoren wissen es zu schätzen, einen eigenen Raum zu haben, in dem sie sich versammeln können, ohne auf Schüler zu treffen. Es ist nicht überraschend, dass auch die Schüler es zu schätzen wissen, dass die Lehrer ihren eigenen Raum haben. Guck mal! Illustrierter Smaragdgrüner Seidenumhang. Oh. Glaube ich. Ich glaube es sehr, dass Schüler das auch sehr zu schätzen wissen. Magische Gemälde. Für den Raum der Wünsche. Cool. So. Ich flitze noch schnell zu Serona runter, stell mich dort ab und verabschiede mich schon mal bis zum nächsten Aufnahmesession-Tag und zur nächsten Folge hier im Drei-Besen mit Serona Ryan. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns ganz bald wieder und dann geht's hier weiter mit den Demigus-Figuren und oder Demiguys-Figuren und der Besitzerin der drei Besen. Ja, also dann vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Tschüss!